Das ist so unverschämt, so frech und so respektlos, dass mir fast die Hutschnur platzt. Hallo Leute! Hello. Ich habe jemanden auf mein Sofa Ja, eingeladen. ich darf auch mal hier sein. Es ist so Dannys neues Talksofa, weil es gibt ab und zu Videos von mir. Ich meine, du guckst ja meine Videos eh nicht, wo ich auf dem Sofa. Ist doch so. Stimmt gar Du nicht. dislikest die immer. Ja, ich bin immer das eine Dislike unter deinen Videos. Ich habe 3 bis 4. Ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall habe ich den Maxim heute eingeladen, weil wir heute mal so ein paar Sachen zu besprechen haben. Es gibt T und der ist hotter als hot. Er ist hotter. Nee, wie sagt man? Hutters. Nee. Das ist was anderes. Da sind die Menschen auf Roller, oder? So Ja, und Inliner. mit freien Brüsten. Auf jeden Fall ist es heute mal ein etwas entspanntes Video, weil ich einfach mal dachte, wir gucken mal, wie das so bei euch ankommt. Denn ich persönlich finde diese Vlogs von zu Hause, vom Sofa, wo man gar nicht so viel machen muss. Wieso freust du dich Ja, weil es so so? entspannt ist. Ich könnte auch solche Videos drehen. Nee, das könntest du nicht. Das Nein, ist. könnte ich nicht. Würde niemand gucken. Guck mal, mein Ohr. Du musst nach hinten klappen. Bleib dran, Du hast Todd. keine Kalendereinträge morgen um 1 Uhr. Möchtest du den Eintrag erstellen? Was ist denn jetzt los? Bleibt dran, schaut euch das Video an und wir wünschen euch Viel Spaß! nee, ganz viel Ganz Spaß. Das habe ich gerade verpasst. Hier ist dein Ereignis für morgen. Ja, Was ist danke. mit der Uhr los? Keine Ahnung. Und Liam ist auch Hallo da. Liam, komm her. Bleibt dran, schaut euch das Video an, wir starten jetzt. Wie meinst du mich? Nein, hier. Die Katze ist da. Das ist keine Katze, das ist ein Kater. Nee, jetzt ist sie weg. Ja, weil der keine Lust auf dich hatte. Ich glaube, dass diese Video auf was sind? Bist du gemein? Ich glaube, dass diese Videoaufnahme auf Dauer ganz schön in meine Finger gehen kann. Ja, also herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Video, welches mal so ist. Ein bisschen rumbummeln Ja, mit. heute ist ein ganz entspannter Abend. Ist es? Mal. Ja, naja, wir liegen auf dem Sofa. Ja, und ich dachte mir, wir lassen euch daran mal teilhaben, weil ihr habt uns schon so oft geschrieben, dass ihr unsere Instagram-Stories so toll findet. Ja. Und jetzt kommt eigentlich ja eine XXL-Instagram-Story so gesehen. Richtig. Wir albern ja immer eigentlich, oder eigentlich nur du, albern in meinen Insta-Stories rum. Gar Na nicht. klar. Nö, ich weine immer. Ja. Und deswegen dachte ich mir, wir machen heute einfach mal so ein Video, wo wir uns ganz entspannt hier hinsetzen und euch Sachen erzählen. Wie Was findet machst du ihr? da, mein Mann? Du Ich kneif kneifst mich. dich. Nicht Ich will gucken, kneifen. ob deine Haut noch elastisch ist. Nee, ist nicht mehr. Nee, glaube ich nämlich auch. Ist Lederhaut. Ich bin nämlich aktuell noch krankgeschrieben, denn meine Weihnachtsgrippe ist 2 Stockwerke tiefer gerutscht. Kann man das so Kann sagen? man so sagen. Und seitdem gibt es so kleine Probleme, die ich habe, die sich in große Probleme äußern kann. Deswegen bin ich diese Woche krankgeschrieben und habe mich dazu entschieden, na, Na, dass wir hier bleiben. ein bisschen kürzer zu treten. Ja, ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen, wir waren ja eigentlich seit dem 25. Dezember völlig krank. Total. Wir lagen wirklich 3, 4, 5 Tage teilweise komplett flach. Und wir hatten bestimmt noch eine Woche gebraucht, bis wir wirklich so das Gefühl hatten, dass wir ansatzweise wieder gesund werden. Aber dann kam es bei dir wieder. Ich glaube, dass du nur krank warst, weil ich krank Ich war. glaube nämlich auch, weil ich dich gepflegt habe am ersten Tag. Nicht Finger Lass weg. mich dich anfassen. Nein. Und ich darf das. Und deswegen sieht das halt mal so aus. Was gibt es Wichtiges zu erzählen, Maxim? Was hast du auf dem Herzen? Ach, ich habe so vieles auf dem Herzen, aber die Hälfte davon kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe auch was auf dem Herzen, was ich nicht erzählen kann. Was denn? Ich bin von einem Menschen sehr enttäuscht. Ach so, oh ja, Gott. Es gibt. Freunde, wenn die Zeit reif ist, wenn und wir uns dafür oder du dich dafür entschieden hast, den Tee zu spillen, dann wird er gespillt und ich glaube, das wird YouTube. Man sagt ja immer so, das wird YouTube Deutschland verändern, aber das Kurz. ist so unverschämt, so frech und so respektlos, dass mir fast die Hutschnur platzt. Kleine Sache am Rande. Vertraut nicht Menschen, die zwar vertrauenswürdig sind, aber denen man nicht vertrauen kann.
Ja, das sollte mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Komm, Themawechsel. Also, was hast du zu berichten, Maxim? Ich war ja vor ein paar Tagen bei dem Rossmann-Event und habe da so ein bisschen viele Sachen gemacht. Was hast du da gemacht? Na, ich war da und habe Fotos gemacht. Hast du am Rad gedreht? Ja, ich habe auch am Luvia Rad gedreht. Luvia hat so ein Glücksrad gehabt, habe ich gesehen. Ja, Luvia hat einen richtig krassen Stand aufgemacht. Was konnte man da gewinnen? Ach, alles. Was denn? Also ich glaube, der schlechteste Preis, der Trostpreis, waren diese kleinen Tester, die immer... Ein Autogramm von dir. Das ist Trostpreis, hier hast du ein Autogramm. Shady! Nein, du konntest so kleine Einzel-Highlighter und ich glaube Einzel-Rouge-Blushes. Sagt man das auch Mono-Highlighter? Danny. Oh, und und dann war ich da, habe die neue Theke von Rival Loves Me kennengelernt und habe gleich die Produkte bekommen und durfte dann exklusiv das Video dafür drehen. Und habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Wir waren dann auch abends noch mit dem Luvia-Team essen. Und ich habe dann mit denen ganz schön spannende Sachen besprochen. Und man sieht mein Speck. Und wir haben ein paar spannende... Dann gucken wir lieber so. Wir haben ein paar spannende Sachen besprochen. Und wir arbeiten gerade an einem richtig krassen Projekt, was schon eine Weile in Planung ist. Worum geht's denn da? Na, um etwas, was ziemlich krass ist. Was denn? Das darf ich nicht sagen. Oder Gras? Nein, krass. Krass. Das ist halt krass. Wirklich so krass, dass ich... Dass es so krass ist, dass es so krass ist, dass wir darüber nicht reden dürfen. Naja, so wir haben vor einem Dreivierteljahr knapp angefangen, daran zu arbeiten. Und ich habe jetzt das erste Mal etwas bekommen davon. Und was hast du gekriegt? Nee, das darf ich nicht sagen. Und das Weiß ich das denn? Ja, na klar. Das hast du auch gesehen. Ich habe zurzeit sehr viel um die Ohren. Ich weiß, aber wir haben es alle zusammen getestet. Ich auch? Ja. Ja! Boah! Und, ich darf euch nichts sagen. Ich bin... Wobei, ich habe nichts unterschrieben. Du unterschreibst gleich hier, bevor das Video hier online geht. Aber ich habe nichts unterschrieben. Nein, hast du auch nicht. Aber du bist sehr vertrauenswürdig. Nee. Wobei, ich schon. Ich bin vertrauenswürdig. Meine Palette kam im September raus. Und wir haben ja schon im Mai angefangen, weiterzuarbeiten. Ich musste mal die Hand wechseln. Und haben im Mai schon angefangen, weiterzuarbeiten. Und jetzt habe ich endlich nach Ewigkeiten etwas in der Hand, wo ich nicht glaube, dass es das hier schon gibt. Und was so krass ist, dass sowas heutzutage möglich wäre. Oder heutzutage möglich ist. Du hast und wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Ja, und das ist perfekt. Ich weiß, was ihr gemacht habt. Ich weiß, du hast das schon gemacht. Ich sag's jetzt. Und zwar, ihr habt einen Baby-Dinosaurier gezüchtet. Richtig. Und den verkaufen wir auf Amazon für 9,99 Euro. Wie nennen wir den? Lubob. Das darfst du nicht verraten. Es gibt nämlich bei mir auch Projekte, über die wir nicht reden dürfen. Eigentlich machen wir gerade ein Video, wo wir über Leute sprechen, über die wir nicht sprechen dürfen und über Sachen reden, die nicht gesagt werden dürfen und Sachen, die, wo wir Tee spillen, aber eigentlich den Tee nicht spillen, weil wir sonst richtig Probleme haben. Aber ich weiß nicht, ob warum haben wir Probleme? Achso, du meinst, wir kriegen so Probleme. Vertragsgeschichten. Richtig. Ich meine, ich habe mich unterschrieben. Ihr kennt es mit Sicherheit, wenn ihr irgendwie, ihr kriegt von eurer besten Freundin oder eurem besten Freund ein Geheimnis erzählt. Und das ist so, ich habe das immer weiter krass erzählt. Dieses Geheimnis, dass ihr müsst mit jemandem drüber reden, aber ihr dürft nicht und dann slidet ihr so die ganze Zeit immer drumherum. Und vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, wenn wir im Hintergrund, wir sind gerade recht inaktiv auf Instagram und du gar nicht. Voll. Du hast da am Tag deine 100 Stories. Ja, aber da passiert ich bin schon mal voll genervt und swipe weg. Ihr auch wahrscheinlich, ne? Weil es passiert halt einfach nichts Spannendes. Ich zeige euch einfach nur, was ich anhabe, wie ich mich geschminkt habe und erzähle euch, dass ich aufräume, einkaufen gehe oder meinen Kühlschrank putze. Aber das ist halt tatsächlich gerade so ein bisschen... Oder dass du wieder nicht gefrühstückt hast. Das stimmt, aber das tue ich jetzt regelmäßig. Und auf jeden Fall haben wir da halt jetzt so im Hintergrund so viele spannende Sachen, die wir... Hast du gerade ein Bäuerchen gemacht? Ja. Die wir so... Also, ich kann nur für mich reden. Ich würde das so gerne teilen. Ich würde euch am liebsten sofort damit einbinden und euch sagen, hier, schaut es euch an. Es ist so geil. Es ist so geil. Aber es geht nicht, weil es ist einfach noch nicht Zeit. Aber die Zeit ist bald reif. Haben wir noch ein anderes Thema? Weiß ich nicht. Wollen wir über unser Urlaub sprechen? Ja, wir möchten gerne in Urlaub fahren. Ich möchte auf die Alm. Ja, so ein bisschen. Ich möchte so Skiurlaub ohne Ski machen. Ich würde so gerne Ski fahren. Ich kann nicht Ski fahren. Darf ich Ski fahren? Wenn du von mir wegfährst? Ich will Schlitten fahren. Okay, wie der war.
Ja, das wäre mir das Liebste. Irgendwo. Ja, so einen kleinen Winterurlaub. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Idee habt, wo man so im März, Anfang März, schön Schlitten fahren kann. Aber es darf nicht so teuer sein. Wir sind ganz arme Menschen. Ich bin ein ganz armer Mensch. Ja, also es soll, nein, es ist Quatsch. Nein, es muss ja nicht teuer sein. Es ist natürlich, je günstiger, desto besser, aber es sollte halt auch schön sein. Also was ich nicht mag, sind diese Mehrfachhütten, wo man mit 20 anderen Leuten auf der Alm schläft. Das ist halt so Alm-Feeling. Aber nur, wenn man sich ein Badezimmer teilt. Sonst ist es mir egal. Du willst ja ein Badezimmer teilen? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht mit anderen Leuten in einem Zimmer schlafen. Warum nicht? Ich möchte nur mit dir in einem Zimmer schlafen. Wollte gerade fragen, darf ich im Zimmer sein? Du darfst im Zimmer sein. Ich möchte den Yeti sehen. Ja, den finden wir bestimmt da. Aber ihr könnt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie was habt, wo man jetzt im März, Anfang März wäre cool, so zweite Märzwoche vielleicht, wo man hinfahren könnte. Ja, vielleicht habt ihr eine schöne Idee. Ballermann muss es nicht haben. Nee, also so Après-Ski und sowas, das muss nicht sein. Ja, ansonsten, was gibt's von mir noch zu erzählen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so, also wirklich so mega entspannt, ob ihr das mal gut findet, weil ich glaube, dass es so einfach noch authentischer ist, oder? Ja, das ist halt eher so wirklich diese, das Schöne, weshalb ich Instagram auch so liebe, ist dieses Real-Life, zeitaktuell, on-demand. Ich kann euch einfach zeigen, was passiert. Und das ist ja ähnlich wie hier. Das ist ja jetzt kein großes, inszeniertes Video, wo man sich stundenlang vorbereiten muss. Aber wir können euch einfach erzählen, was gerade so abgeht und was uns durch den Kopf geht, was wir gerne mit euch teilen wollen. Und das macht das Ganze einfach viel, viel entspannter und vielleicht für euch auch so ein bisschen greifbarer. Weil ich habe das Gefühl, YouTube ist halt sehr, sehr unantastbar irgendwie. So. Die YouTuber, die ich so gucke, da denke ich mir so, wow, okay. Wen guckst du? Sag mir drei. Nein, das sage ich nicht. Weil wenn ich eine Person dann nicht sage, dann ist sie wieder beleidigt. Auf jeden Fall. Soll ich sagen, ich gucke? Ja. Ich gucke Adventure Buddy gerne. Ja, Adventure Buddy ist unser Liebling. Ja, also es gibt so auch ein paar Instagrammer, die ich gerne gucke. Ja. Aber ich denke ja so an eine ganz bestimmte. Ihr schicke ich ganz viel Kraft, weil sie ist jetzt im Krankenhaus. Die ist so süß. Ja. Ganz viel Liebe. Ja, ich schicke Beauty by Gamse ganz, ganz viel Liebe, weil sie ist nämlich gerade im Krankenhaus. Wir wünschen ihr ganz, ganz viel Kraft und hoffen, dass alles gut verläuft. Bedenken an dich. Ja. Falls ihr von meinem Kanal kommt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch machen darf. Nö. Warum? Nein, nein, das bleibt Dennis Format. Dafür müsst ihr alle Dennis Kanal abonnieren, damit ihr immer solche Videos bei mir sehen könnt. Weil Maxims Videos sind immer so ein bisschen, ja, perfekt ausgeleuchtet. Ja, da müssen wir uns immer so viel Mühe geben. Aber hier kann man einfach mal so ein Handy hochhalten und dann irgendwann einen Armkrampf kriegen. Und deswegen ist das Video auch schon wieder fast vorbei. Ich würde sagen... Freund, das war sehr schön. Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Leute... Es war super. Es hat viel Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß zum Stand jetzt noch gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Ich glaube, chillen mit Maxim und Danny. Rumbummeln mit Maxim und Danny. Rumfummeln. Bummeln. Wir wünschen euch alles Gute. Schreibt uns beim nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, ob ihr öfter mal sowas sehen wollt. Und ansonsten kommt dann wieder so das Alte, was ne? Cool ist. Ne? Ne? Ja, kennen wir eigentlich gar nicht. Tschüss. Tschüss.